Alte Liebe rostet nicht. Die Kassette prägt eine ganze Generation und schrieb sogar Geschichte. Das Tolle am Kassettenrekorder war doch das. Man saß im Zimmer, hörte andächtig Radio und wenn ein guter Song kam, drückte man schnell auf Aufnahme. Mixkassetten waren das Größte. Man hat sie für den Freund oder die beste Freundin gemacht. Das war sowas wie der Soundtrack zum eigenen Leben. Und so funktioniert's. Der Tonkopf magnetisiert winzige Eisenpartikel im Tonband. Beim Abspielen werden die magnetischen Impulse dann in elektronische Signale umgewandelt. Handlich, robust und billig. In den 80ern findet sich die analoge Technik in so ziemlich jedem deutschen Kinderzimmer. Ich habe irgendwas gebrabbelt. Ich habe Nachrichtensprecherin habe ich gern gespielt. Naja, so Hits der 70er, 80er, ja, und ganz cool war es, mit dem Ding auf der Schulter rumzulaufen, was natürlich super peinlich heute ist, ja. Da habe ich dann bei meinem Papa daheim immer irgendwelche alte Musik aufgenommen oder bin bei der Oma durchs Haus geturnt und habe irgendwas aufgenommen, das war super. Auf den Markt kommt die Kompaktkassette 1963. Noch denkt keiner an die kleinen Kunden. Ursprünglich wurde diese Kassette einmal für ein Diktiergerät entwickelt. Heute hat sie sich allerdings so gemausert, dass wenn man sie auf einem Hi-Fi-Gerät abspielt, die Qualität so hervorragend ist, dass sie der Schallplatte kaum noch nachsteht. Nicht nur Vinylfans dürften das bezweifeln. Und doch ist die Kassette in einem wesentlichen Punkt tatsächlich überlegen. Die Kassette hat Geschichte geschrieben, weil sie für politische Zwecke nutzbar ist. Oktober 1978, während der iranischen Revolution, sendet Anführer Khomeini seinen Anhängern Kassetten aus dem Exil. Wir haben seine Botschaften aufgenommen, vervielfältigt und dann per Kurier in den Iran geschickt. Auf den Kassetten verheißt Khomeini mit feuriger Stimme den gerechten Gottesstaat. Manche Bänder wurden bestimmt 1 Million Mal kopiert. 4 Monate später ist die iranische Monarchie am Ende. Der Schah muss fliehen. Entscheidend war, dass die Tonbänder Emotionen übertrugen. Darum waren sie so erfolgreich. Heute lebt Sazghara im Exil. Die Revolution hat nicht den erträumten Staat gebracht. Seine Regimekritik verbreitet er heute zeitgemäß via YouTube und Twitter. Moment mal, wie kommt unsere Liste der tollsten Erfindungen überhaupt zustande? Ausgedacht haben sich das diese Jungs. Wir haben die Liste mit Hilfe herausragender Köpfe in Sachen Technik und Technikgeschichte erstellt. Unter anderem waren dabei der Astronaut Buzz Aldrin, Tim Wu, Autor und Technikexperte, und David Polk von der New York Times. Alles Leute, die täglich mit dem Thema Technik zu tun haben. Kein Ranking ohne Sieger. Wir haben die Deutschen gefragt. Was ist die genialste Alltagserfindung aller Zeiten? Auf Platz 29 ein Geniestreich, der zwischenzeitlich in Verruf geriet. Die Spraydose. Vielseitig und allgegenwärtig. Spraydosen? Überall. Sowohl für Parfum, sowohl für Körperspray, für Farben. Naja, es gibt natürlich die üblichen Leute, ne, die Wände beschmieren. Und wie funktioniert's? Ich denke mal, Spraydosen ist ja im Prinzip das irgendwas, was in Druck gelagert wurde. Naja, fast. Durch Druck auf den Düsenknopf öffnet sich eine Röhre im Inneren der Dose. Die enthaltene Flüssigkeit wird mit Hilfe eines Treibmittels freigesetzt. Der Durchbruch war die sogenannte Insektenbombe im Zweiten Weltkrieg. Schuld ist der Moskito. Im Pazifikkrieg kämpfen US-Soldaten nicht nur gegen die Japaner, sondern auch gegen die Malaria. Handpumpen sind lange Zeit die einzige Waffe. Dann macht sich ein Insektenforscher ein norwegisches Patent zunutze. Die Geburtsstunde der Insektenbombe. Sie ist aus solidem Metall und ziemlich schwer. Ursprünglich war es ein Kohlendioxidbehälter mit einem Ventil drauf. Da war Treibmittel drin, ein Insektizid und Sesamöl. Mit einer Drehung konnte man beliebig viel Gemisch freisetzen und alle Moskitos im Umkreis töten. Dank der Bug-Bombs sinkt die Zahl der Malaria-Infektionen rapide.
Bis Kriegsende werden 50 Millionen produziert und das Prinzip Spraydose weltbekannt. Erfindung Nummer 28 erledigt ihren Job mit 30.000 Rotationen pro Minute. Die elektrische Zahnbürste, 1954 von einem Schweizer erfunden. Ursprünglich, um körperlich Behinderten das Zähneputzen zu erleichtern. Ich vertraue ihr der Werbung, die mir suggeriert, dass das eben vielfach besser ist als das, was ich mit der Hand nur einfach auf Abbewegung machen kann. Ansonsten finde ich es morgens ganz praktisch, wenn man sich einfach nur so ein Ding in den Mund steckt und erstmal noch nicht viel machen muss. Ich hatte mal eine, aber ich war nicht so begeistert von denen. In Sachen Mundhygiene ist so oder so noch Luft nach oben. Laut Statistik putzen 20% der Deutschen nur einmal täglich ihre Zähne. Unser Platz 27. Als er 1983 erfunden wurde, war er noch so groß, dass man ihn auf der Schulter tragen musste. Der Camcorder für Otto Normalverbraucher. Der Camcorder konnte im Prinzip nichts Neues, er nimmt Bilder und Geräusche auf. Aber das konnten auch die 8mm und Super 8 Kameras. Der große Unterschied war die schnelle und einfache Bedienung. Lange stammen Bilder wie diese nur von professionellen Kamerateams. Wo sie nicht sind, gibt es keine Bilder. Anders 1991. Ein US-Bürger wird von der Polizei gestellt und brutal misshandelt. Ein Nachbar filmt die Szene heimlich. In Amerika kannte jeder Geschichten über gewaltbereite Polizisten, aber plötzlich gab es den Beleg auf Videoband. Im Zeitalter von Mobiltelefon und Internet scheint die Welt transparenter als je zuvor. Wir leben in einer Welt, in der es manchmal scheint, als hätten die Wände Ohren und die Gehwege Augen. Kaum etwas geschieht, vollkommen unbemerkt. Fluch oder Segen? Und Handykameras sind einfach überall. Die sind auch da, wo es keine Videokamera gibt. Fluch und Segen zugleich. Mittlerweile wird alles gefilmt und alles per Handykamera aufgezeichnet. Auch finde ich eine ganz nette Sache. Man kann halt bestimmte Momente einfach festhalten und sich immer wieder angucken. Also ich finde, das hat schon seinen Charme. Unsere nächste Erfindung. In den USA auf Platz 1, in Deutschland abgeschlagen. Das Smartphone. Und das, obwohl es bundesweit rund 30 Millionen Smartphone-Nutzer gibt. Tendenz steigend. Dieses kleine Gerät, das man in der Hosentasche trägt, ist ein komplettes Büro samt Bibliothek, Terminkalender und den wichtigen Karten. Die beliebtesten Apps sind allerdings mit weitem Abstand Spiele. Das Handy wird die Welt verändern wie keine Technik zuvor. Bleibt die Frage zum Guten oder Schlechten? Zumindest in unserer kleinen Umfrage keine Spur von Technikfrust. Schon ein großer Vorteil, jederzeit erreichbar zu sein. Also ich empfinde das nicht als Last. Ich nutze das, um damit meine E-Mails abzurufen, ständig, ständig erreichbar zu sein. Man kann jetzt sich neue Apps runterladen, kann Wetter suchen und Bahnverbindungen, also wenn man unterwegs ist, top. Der Jahresumsatz für mobile Apps in Deutschland liegt derzeit bei 200 Millionen Euro. Auf Platz 25, eine Zufallserfindung aus der Hightech-Welt. Im Haushalt landet sie erst 2 Jahrzehnte später, die Mikrowelle. Die Mikrowelle war ein Nebenprodukt der Radarforschung im Zweiten Weltkrieg. Als ein Wissenschaftler mit Radarfrequenzen experimentierte, schmolz der Schokoriegel in seiner Tasche. Darum hieß sie anfangs auch Radarwelle. Eine Haushaltshilfe mit Tücken. Also wenn man Spaß haben will, kann man Eier drin machen oder Alufolie. Und wenn man keinen Spaß haben will, machen wir ganz normal Reis oder so oder Nudeln. Einmal habe ich das Besteck drin vergessen und da kamen komische blaue Lichter raus. So nur Lebensmittel, würde ich jetzt mal sagen. Geräte oder sonstiges, Handy ist alles nicht reinpacken. Richtig. Ungeeignet sind außerdem alle Lebensmittel mit fester Schale und weichem Kern.
Denn das Wasser im Inneren erhitzt sich schneller, als der Dampf entweichen kann. Faustregel: je fester die Schale, desto größer die Sauerei. Unsere nächste Erfindung ist für 11% aller tödlichen Stromunfälle in Deutschland verantwortlich. Warum der Föhn trotzdem so beliebt ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. Denn vor ihm gab es nur mit Spiritus betriebene Haaröfen, eine brenzlige Angelegenheit. Der erste echte Föhn kommt um 1900 auf den Markt und kostet ein Drittel des durchschnittlichen Monatslohns. Auf Platz 23 landet eine Erfindung, deren Glanz verflogen ist. Vor gerade einmal 25 Jahren hat die Diskette den Datentransfer revolutioniert. Heute gehört sie ins Museum. Vor der Floppy Disk gab es keinen einfachen Weg, Daten zu teilen oder zu transportieren. Die Diskette hat den Grundstein für unser heutiges Datenzeitalter gelegt. Zeit für eine späte Würdigung. Schon auf eine Diskette damals gingen, ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten, die man sonst im Buch hätte mit sich rumtragen müssen. Weil ich konnte da das rausziehen und woanders wieder reinlegen. Relativ schnell verfügbare Daten und vom Handling her für damalige Verhältnisse sehr angenehm. Die Ära endet mit der CD-ROM. Kein Wunder, denn auf eine Scheibe passt der Inhalt von rund 450 Disketten. Sind Sie nach 1985 geboren? Dann kann es sein, dass Sie unsere nächste Erfindung nie benutzt haben. Die Wahlscheibe war der große Durchbruch. Vorher musste man sich bei jedem Telefonat verbinden lassen. Mit der Wählscheibe erledigt das der Nutzer selbst. Wählt er etwa die Ziffer 5, wird die Stromschleife im Telefon 5-mal unterbrochen. So werden die Zahlen in Impulse umgesetzt und weitergeleitet. Einer der spektakulärsten Anrufe ging 1969 von der Erde ins Weltall. Präsident Nixon telefonierte mit dem Mond dank dieser Erfindung. Hello Neil and Buzz, I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Roger, Twink. When the leader of the country. Wenn einen der mächtigste Mann der Welt aus seinem Büro anruft, das ist schon eine besonders symbolträchtige Geste. Auf Platz 21 eine Erfindung, ohne die so mancher kluge Kopf wohl aufgeschmissen wäre. Für einfachste Rechnungen brauchte man früher riesige Computer. Der erste Rechner wog 900 Kilo. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, sowas Taschenrechner zu nennen. Moderne Rechenhilfen sind nicht nur wesentlich kompakter. Ihre Prozessorgeschwindigkeit ist inzwischen höher als die des Bordcomputers von Apollo 11. Für den Alltag also gerade gut genug. Also ich bin in Mathe kein großes Genie und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für. Auf der Arbeit muss ich im Kopf rechnen, aber ansonsten nutze ich ihn. Auch eine große Erleichterung. Macht den Kopf aber natürlich etwas träger. Kleines 1x1 kann man im Kopf und alles andere macht der PC. Seit Erfindung Nummer 20 müssen Männer nicht mehr nach dem Weg fragen. Das GPS-System. Trotzdem scheiden sich an ihm die Geister. Wenn ich nur daran denke, wie viel Zeit, Abgase und Benzin es einem spart. Eine großartige Erfindung. Ein GPS-Gerät ermittelt die eigene Position anhand der Laufzeit von Signalen, die von diversen GPS-Satelliten ständig auf die Erde gefunkt werden. Eine kostspielige Technik, die ursprünglich nicht für angenehme Autoreisen entwickelt wurde. Das GPS wurde in erster Linie fürs Militär entwickelt und erst später auch zivil genutzt. Manchmal ist es eine Erleichterung, aber wir sind damit auch schon ziemlich in der Pampa gelandet. Also auf dem Fahrrad nutze ich es nicht. Grundsätzlich nicht, das funktioniert nicht. Im Auto finde ich es nicht verkehrt, aber auf dem Fahrrad auf gar keinen Fall. Ohne unsere nächste Erfindung wäre der Mount Everest unüberwindbar gewesen.
die Sonnenbrille. Doch der UV-Schutz ist längst nicht mehr die wichtigste Funktion. Ein Kultobjekt seit Generationen. Der erste, der sie zum Markenzeichen macht, ist Soul-Legende Ray Charles, der schon als Kind erblindet ist. Die Nachahmer sind Legion. Sonnengläser schützen vor allzu interessierten Blicken und sind von keinem roten Teppich wegzudenken. Die richtige Brille gehört längst auch zum Komplettlook des durchschnittlichen Deutschen. Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit kommt übrigens auch ihr Modell aus China. Platz 18 beweist, Größe ist nicht alles. Der USB-Stick ist klein und superschnell. Er ist robust, braucht keinen Strom und arbeitet geräuschlos. Jeder Einzelne hat die Speicherkapazität eines ganzen IBM-Rechners aus den 70er Jahren. Das ist beeindruckend. Das Geheimnis des USB-Sticks ist sein Flash-Speicher. Da er ohne bewegliche Teile auskommt, ist er resistenter als herkömmliche Festplatten. Seine Größe macht den Speicherstick auch zu einem beliebten Instrument im Cyberkrieg. 2010 wird der sogenannte Stuxnet-Virus über USB in den Rechner einer iranischen Atomanlage eingeschleust. Stuxnet war ein kleiner, hochentwickelter Virus. Offensichtlich wurde er gezielt für den Computer der Steuerungsanlage entwickelt. Inzwischen steht fest, dass der Virus von den USA und Israel gemeinsam entwickelt wurde, um das Atomprogramm der Iraner lahmzulegen. Diese Speichersticks erfüllen im Grunde eine ähnliche Aufgabe wie moderne Lenkwaffen. Auf Platz 17 schafft es ein Klassiker. Die elektrische Kaffeemaschine. 149 Liter Kaffee trinken die Deutschen durchschnittlich pro Jahr. Das ist etwa eine Badewanne voll. Deutlich weniger. Unsere nächste Erfindung ist ebenso einfach wie genial. Platz 16 für das Klebeband. Erfunden Anfang des 20. Jahrhunderts, gibt es inzwischen unzählige Varianten. Zu den legendärsten gehört das sogenannte Panzerband. Seine besonderen Eigenschaften: extrem widerstandsfähig und trotzdem mit bloßen Händen abreißbar. Die meisten haben Panzerband schon mal benutzt, um etwas notdürftig zu reparieren. Ich bin schon mit einem Auto rumgefahren, bei dem ein Fenster nur aus Panzerband bestand. Eine Rolle Panzerband kann sogar Leben retten, so wie bei der Apollo-Mission 1970. Nach einem Unfall steigen die CO2-Werte in der Landefähre auf lebensgefährliche Werte. Der dreiköpfigen Crew droht Tod durch Ersticken. Im Kontrollzentrum der NASA sucht man fieberhaft nach einer Lösung und wird fündig. Als wir die Inventarliste durchgingen, sahen wir darauf auch Panzerband. Da wussten wir, das ist alles, was wir brauchen. Smileys Team konstruiert in aller Eile einen Adapter für einen neuen Luftfilter aus Plastiktüten, Karton und Klebeband. Das war einfache Ingenieursarbeit. Dann sind die Astronauten dran. Sie brauchten 30 Minuten für den Filter. Das CO2-Level sinkt auf normale Werte. Zwei Tage später landet die Crew sicher auf der Erde. Der Platz im Mittelfeld geht an die Computermaus.
Erstmals präsentiert wird sie 1968 von dem Computerpionier Douglas Engelbart. Doch das kleine Kästchen findet in der Fachwelt zunächst kaum Beachtung. Bis in die 80er Jahre erfolgt die Dateneingabe vor allem über die Tastatur. Der Durchbruch kommt erst mit dem Apple Lisa. Der Rechner floppt, doch sein Eingabegerät, die Maus, wird weltberühmt. Eine Studie behauptet, ohne unsere nächste Erfindung würden wir jährlich 1 Kilo Körpergewicht verlieren. Als die erste Fernbedienung auf den Markt kam, ahnten die Erfinder wohl schon, was das bedeutet, denn sie nannten sie Faulpelz. Die ersten kabellosen Fernbedienungen funktionierten mit Tageslichtsensoren oder Ultraschall. Echtes Zappen? Fehlanzeige. Aber dafür musste man auch keine Batterien wechseln. Übrigens, einer Umfrage zufolge würden 14% der Deutschen eher auf ihre Zahnbürste verzichten als auf ihre Fernbedienung. Das ist eher ein Segen, weil ich dann wegschalten kann, wenn was kommt, was ich nicht sehen will, wenn ich denn dann mal gucke. Nein, das ist ja prima, da brauche ich nicht immer hin und her zu laufen, sondern kann einfach vom Sessel austappen. Ich wünsche mir manchmal, ich hätte eine Fernbedienung, mit der ich meinen Schlüssel finden könnte, mein Handy und alles andere. Auf Platz 13, alles andere als Hightech, aber trotzdem genial, der Dosenöffner. Patentiert 48 Jahre nach der ersten Dose. Das ist doch verrückt. Der Dosenöffner wurde nach der Dose erfunden. Vorher brauchte man Hammer und Meißel, um an den Inhalt zu kommen. Und wenn der Öffner heute fehlt? Dann gehe ich zu meinem Nachbar und gucke, ob der einen hat, weil das ist mir nämlich schon passiert. Und da geht gar nichts. Ja. Das Messer senkrecht über die Dose gehalten und mit dem Hammer drauf. Ich darf es eigentlich nicht laut sagen, aber ich schlag dann so lange mit meinem Schraubenzieher drauf, wenn das so offen ist. Er befreite uns vom Frische-Zwang. Lebensmittel waren jetzt für Jahre haltbar, dank Dose und Dosenöffner. Der erste große Abnehmer ist das Militär. Um die Kampfrationen schneller öffnen zu können, wird im Zweiten Weltkrieg der P-38 eingeführt. Er heißt so, weil es 38 Mal hoch und runter ging, bis man eine Rationsdose offen hatte. Nordafrika 1942. In El Alamein kämpft die Wehrmacht gegen die britische Armee. Während der deutsche Nachschub stockt, werden die Briten von der US-Armee versorgt. Der Sieg von El Alamein war ein Wendepunkt des Kriegs und er wurde möglich mit Hilfe von Dosen und Dosenöffnern. Zeit für Erfindung Nummer 12, die Armbanduhr. 77% der Deutschen besitzen mindestens eine, 4% sogar 10 und mehr. Die Armbanduhr ist einfach praktischer als eine Taschenuhr. Man macht einfach so und weiß die Zeit. Kommt die Armbanduhr im Handy-Zeitalter allmählich aus der Mode? Veraltet würde ich sie nicht nennen. Es ist immer noch eine schöne Sache, aber ich benutze auch mein Handy. Nö, gar nicht. Ich sag mal, das ist für Männer so einer der wenigen Schmuckstücke. Man kann auch immer noch mal eine Uhr, glaube ich, tragen, so aus Prestigegründen oder weil es so ein Retro-Produkt ist, was ganz schön ist. Bitte schön. Und sie geht. Und sie ist pünktlich. Louis Cartier entwirft eine Armbanduhr für einen Piloten, der beim Blick auf die Uhr die Hände am Steuer lassen will. Ihren Durchbruch hat die neue Erfindung einmal mehr beim Militär. Angriffe lassen sich so besser synchronisieren als je zuvor. Ein Kommandeur zählte 10, 8, 6, 4, 2. Und dann nullten alle gleichzeitig den Sekundenzähler ihrer Armbanduhr. 6. Juni 1944. Die Alliierten landen in der Normandie. Alles hängt vom richtigen Timing ab.
Die Fallschirmjäger mussten zum richtigen Zeitpunkt springen. Die Marine musste das Feuer eröffnen. Der Beschuss musste aufhören, bevor unsere Truppen an der Küste landeten. Die Invasion wäre gescheitert, wenn nicht alle Truppenführer mit exakt der gleichen Zeit gearbeitet hätten. Bei unserer nächsten Erfindung toppt der Nutzen die Beliebtheit. Der Wecker. Fluch oder Segen? Wenn ich aufstehen muss, ein Fluch. Ich stelle morgens immer direkt zwei, weil ich den ersten immer ausschalte. Es ist ohne wäre ich aufgeschmissen. Das ist genial. Das ist sehr genial, dass das erfunden wurde. Gerade morgens um 7 Uhr ist er ein Fluch. Leider ist der Wecker auch zum Symbol für Zerstörung geworden. Vor allem bei improvisierten Bomben dient er häufig als Zeitzünder. Bis heute ist das Herzstück der meisten primitiven Terrorbomben ein handelsüblicher Wecker. Das hier ist ein so präparierter Wecker. Nur ein Beispiel von vielen. Der Bombenanschlag im Olympiapark von Atlanta 1996. Das ist der schlimmste Albtraum eines jeden Sprengstoffexperten. Eine Bombe, die Menschen tötet. Sie war mit Nägeln gefüllt, um den Schaden zu erhöhen. Als Zeitschalter diente ein Wecker. Siebzehn Jahre später genügen den Attentätern von Boston wenige Bauteile, um den Marathon in einen Albtraum zu verwandeln. Als Zünder dienen einfache Eieruhren. Unsere nächste Erfindung beurteilten Männer und Frauen unterschiedlich. Der BH. Ging es nach den Männern, würde er auf einem der hintersten Plätze landen. Der BH hält, was nötig ist. Mehr muss ich als Frau wohl nicht sagen. Aus Taschentüchern und Männerhosenträgern knüpft die Dresdnerin Christine Hart den ersten modernen Büstenhalter. Unter dem Namen Hautana bringt ein schwäbischer Textilunternehmer 1913 den ersten seriell gefertigten BH auf den Markt. Sein Höhenflug ist nicht mehr aufzuhalten. In den 30er Jahren werden in den USA die noch heute gängigen Körbchengrößen A, B und C festgelegt. Selbst ein Vorläufer des Wonderbra ist bald erfunden, der aufblasbare Puste-Push-Up. Unsere nächste Erfindung gibt's wie Sand am Meer und fehlt trotzdem oft, wenn man sie gerade braucht. Einen Brief zu schreiben war mal eine aufwendige Prozedur. Der Kugelschreiber hat das grundlegend geändert. 1938 lässt sich der Ungar Josef Laszlo Biro die Idee eines Kugelschreibers patentieren. Das Herzstück ist eine rotierende Kugel, die eine zähe Farbpaste gleichmäßig ans Papier abgibt. 1945 kostete ein Kugelschreiber $10. Heute wären das $100. Auf Platz 8 ein wahrer Dauerbrenner. 3,5 Stunden verbringen wir heute durchschnittlich vor dem Fernseher. Vor 10 Jahren waren es noch 20 Minuten weniger. Fernsehen ist das ultimative Unterhaltungsmedium. Es bringt Bilder, Musik und jede Menge Geschichten direkt zu uns nach Hause. Dass man mit Technologie einmal Millionen Menschen gleichzeitig erreichen würde und dass die auch noch brav sitzen bleiben und zuhören, das konnte sich früher sicher niemand vorstellen. Die neue Ära beginnt 1935. Per Ultra-Kurzwelle beginnt in Deutschland der erste regelmäßige Fernsehbetrieb der Welt. Von Verdummung spricht noch niemand. Selbst Nobelpreisträger Albert Einstein findet Gefallen am neuen Medium. Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. 30 Jahre später. Und das ist eine Fernsehkamera.
Ach, Sie glaubten, ich sei immer allein? Nein. Unser Kollege Kameramann ist immer in meiner Nähe. Zumindest bei der Sendung. Natürlich nur bei der Sendung, Kollege. Das Fernsehen eröffnet völlig neue Perspektiven. Dank des Fernsehens konnte man plötzlich sehen, was in der Welt vor sich ging, etwa im Vietnamkrieg. Reporter an der Front, einer von ihnen ist Dan Rather. Vietnam war der erste Fernsehkrieg. Es gab zwar keine Live-Berichte, aber die Reporter waren vor Ort zu sehen. Man musste sich nicht vorstellen, was da los war. Man konnte es miterleben. Das Fernsehen brachte die Anti-Kriegsproteste direkt in die Wohnzimmer der Menschen. Dadurch hat sich die öffentliche Meinung über den Krieg vollkommen geändert. Berühmt wurden die Kommentare von Walter Cronkite. Ich glaube, das hat nicht nur die Kriegsberichterstattung, sondern die ganze Gesellschaft maßgeblich verändert. Unsere nächste Erfindung wurde aus der Not geboren. Das Fahrrad. Weil Pferde immer teurer wurden, erfand ein Deutscher um 1800 das erste lenkbare Fahrrad. Seither hat sich einiges getan. Heute haben beide Räder die gleiche Größe. So ist das Fahrrad sicher zu steuern. Kein Benzin, keine Kosten, schnelle, unabhängige Fortbewegung. Einfach riesig. That's enormous. Deutschland Fahrradland. 67 Millionen gibt es bundesweit. Gerade in der Stadt ist es sehr angenehm. Ist man meistens schneller mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Also alles, was bis 5, 6, 7 Kilometer geht, fahre ich mit dem Fahrrad oder laufe zu Fuß. Als Mountainbiker. Ja, ab in den Wald. Ich war zum Beispiel in Danzig mit dem Fahrrad und in Venedig mit dem Fahrrad und so. Ja, ich fahre sehr viel Fahrrad. Nur von A nach B zu kommen, ist allerdings manchem nicht genug. Das Fahrrad ist eine coole Erfindung, weil es so einfach ist. Pedale, Zahnrad, Kette, Lager und Räder. Das zusammen ergibt die perfekte Verbindung. Gilt das auch für das Hochrad? Mal sehen, was geht. Oh mein Gott! Ah! Oh, almost nose wheelie. Ah, ein Profi. Ich ziehe mein Fahrrad vor, keine Frage. Nur auf Platz 6 landet ein eigentlich heißer Favorit. Der Computer. Das erste funktionsfähige Modell wurde 1941 gebaut, aber von wem? Es gab irgendwie einen Deutschen sogar, aber der hat kein Patent drauf angemeldet. Aber wie er heißt, keine Ahnung, Zuse? Ja. Hey. So sieht die Arbeitswelt vor dem Computer aus. Viel Papier und jede Menge Fleißarbeit. Abhilfe schafft Konrad Zuse. Er baut den ersten frei programmierbaren Computer im Wohnzimmer seiner Eltern. Bald gibt es immer neue, sinnvolle Funktionen. Der PC verschaffte uns allen die technischen und kreativen Möglichkeiten, wie sie etwa Großkonzerne schon hatten. Möglich machen das Mikroprozessoren. Sie vervielfachen die Rechnerleistung. Zimmergroße Computer, ade. Die ersten PCs sahen aus wie eine frisierte Schreibmaschine, aber man konnte sie programmieren. In Verbindung mit dem Internet hat der Computer unser Leben ziemlich umgekrempelt. Wenn man früher die chinesische Mauer sehen wollte, musste man nach China reisen. Wenn man Börsenkürzel wissen wollte, musste man seinen Makler anrufen. Der PC ist ein Fenster zur Welt. Alles, was man sich vorstellen kann, ist nur Sekunden entfernt. Seit der Erfindung des Internets boomt auch der private Aktienhandel. In Deutschland gibt es heute rund 4 Millionen Aktionäre. In den USA zockt jeder zweite Haushalt an der Börse.
Mit dem PC kann im Grunde jeder von zu Hause aus am Aktienmarkt mitmischen und die gleichen guten oder schlechten Entscheidungen treffen wie all jene, die auf dem Börsenparkett stehen. Art Cashin war 47 Jahre an der Börse. Jeder hat die gleichen Chancen. Man muss sich Informationen verschaffen und dann schnell reagieren. Auf Platz 5 ein sinnvolles Geschenk der Modeindustrie, der Reißverschluss. 1937 eingeführt und seither unverändert. Die Hose geht schnell zu, aber wegen der Zähnchen besser nicht zu schnell. Und wie funktioniert's? Ja klar, ich habe ja hier einen da. Ich reiße den auf. Das sind mit Zähnchen, die ineinander verzahnt sind. Die Glieder verkeilen sich und dann ist wieder zu. Und Zähnchen, die dann beim Öffnen von auseinander gezahnt sind. Zack, 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 zack. Da geht irgendwas ineinander und hält. Das stimmt. Der Reißverschluss schließt sich, indem zwei gegenüberliegende Zahnreihen durch einen Keil ineinander getrieben werden. Ein geniales Konzept. So sieht es auch die NASA. In den 60er Jahren machen sich Ingenieure daran, den Reißverschluss für den Weltraum fit zu machen. Das heißt, hundertprozentig luft- und wasserdicht. Der Reißverschluss war die Nahtstelle zwischen der Sauerstoffatmosphäre innerhalb der Anzüge und dem Vakuum des Weltraums. Der winzigste Fehler wäre tödlich gewesen. Unsere nächste Erfindung hat sich für ihr Alter erstaunlich gut gehalten. Das Radio. Viele Male totgesagt, inzwischen teilweise ins Internet verzogen und schon über 100 Jahre alt. Das Radio ist eine erstaunliche Erfindung. Man konnte Berichte vom anderen Ende der Welt hören. Erstmals gab es so etwas wie eine globale Welt. Mit dem Radio beginnt unsere moderne Kultur, die sich rasend schnell weiterentwickelt und wo alles jederzeit auf Knopfdruck erreichbar ist. Das Radio hat die Welt entscheidend verändert. Doch vor der Unterhaltung kommt einmal mehr der Krieg. Mit Hilfe von Kurzwellen können Marine und Heer Nachrichten über große Entfernungen übermitteln. Anfangs ging es vor allem auch um Spionage. Per Kurzwelle konnte man weltweit mit den eigenen Agenten in Kontakt bleiben und sicher Befehle übertragen. Während der großen Depression wendet sich erstmals ein Präsident per Radio an die Bevölkerung. Das war ein politischer Geniestreich von Roosevelt. Er gab den Amerikanern das Gefühl, in direktem Kontakt zu ihnen zu stehen. Im Nationalsozialismus spielte das Radio eine noch größere Rolle. Hitler nutzte das Massenmedium wie kein anderer Diktator, um die Menschen zu beeinflussen. Trotz starker Konkurrenz hat das Radio noch immer viele Fans. Allein in Deutschland gibt es 370 Radiostationen. Der Erfolg des Radios hängt mit dem Auto zusammen. Viele hören beim Fahren gerne Musikshows. Die haben manchmal mehr Publikum als das Fernsehen. Tatsächlich bringt es der deutsche Radiohörer im Durchschnitt täglich auf über 3 Stunden. Auf Platz 2 eine wahrlich geniale Erfindung. Allerdings erst auf den zweiten Blick. Die Injektionsnadel, auch Kanüle genannt. Etwa 10% der Deutschen haben Angst vor ihr. Dabei tut sie vor allem eins: Leben retten. Vor der Injektionsnadel war die Medizin eine reine Horrorshow. Im Bürgerkrieg sind die Männer reihenweise verblutet. Um Hohlnadeln herzustellen, braucht man moderne Anlagen, die es damals noch nicht gab. Wie so vielen hat die kleine Nadel auch dem Schwergewichtsweltmeister Buster Douglas das Leben gerettet. Ein Jahr nach seinem sensationellen Sieg gegen Boxlegende Mike Tyson fällt Douglas plötzlich ins Koma. Ich lebte rücksichtslos, Tag ein, Tag aus, ohne auf meinen Körper zu hören.
Das war ein Warnschuss. That was a wake-up call. Die Ärzte diagnostizieren Diabetes und verschreiben Insulin. Die Nadel rettet mir jeden Tag das Leben. Die zweitliebste Erfindung der Deutschen punktet in Sachen Bequemlichkeit. Der Staubsauger. Doch erfunden wurde er 1876 in den USA. Kaum vorstellbar, aber die ersten Staubsauger waren so groß, dass Pferde sie ziehen mussten. Der Schlauch reichte von draußen bis ins Haus. Und jetzt zur Nummer 1. Der Überraschungssieger unserer repräsentativen Umfrage ist die Glühbirne. Wem das Licht zuerst aufging, ist umstritten. Die meisten glauben ihm. Thomas Alva Edison. Mit Kohlefaden und Vakuumumgebung bringen es seine Glühbirnen auf eine Leuchtdauer von sagenhaften 40 Stunden. Die Glühlampe ist der ultimative Aufstand gegen die Götter. Nichts hat die Menschheit mehr verändert. Erstmals waren wir unabhängig vom Lauf der Sonne. Für die Fabrikarbeiter heißt das Nachtarbeit. Innerhalb eines Jahrzehnts verdreifacht sich so die Menge aller produzierten Güter. 100 Jahre später empfiehlt die Politik den Europäern per Gesetz ein anderes Modell. Hält die Trauer weiter an? Ja, weil sie einfach schneller hell wurden und leichter zu handeln waren und ich glaube auch günstiger waren. Die neuen Lampen sind Mist, sie sind umweltschädlich. Auf einmal sah mein Flur aus wie in einem Beerdigungsinstitut oder so, weil ich die falschen Energiesparlampen hatte. Die Welt wird weiter leuchten. In naher Zukunft vermutlich mit LED statt Energiesparlampe. Allein in Europa wurden im letzten Jahr übrigens rund 90.000 Patente angemeldet. Wir sind gespannt, was kommt.